Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Was? Das ist Low Carb? Wir machen heute einen fluffig, luftig, leichten Käsekuchen und zwar in einer Low Carb Variante. Zugesendet wurde uns das Rezept von Bianca, unserer Userin im Forum, und die hat mir versprochen, dass man den Unterschied eigentlich nur dann merkt, wenn man es weiß. Ich bin sehr gespannt, wie es geht, das zeige ich euch jetzt. Das erste, was wir natürlich machen müssen, ist eine Springform einfetten. Die springt jetzt nicht, das ist eher irgendwie so eine Hebeform. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen, wenn ich die aufnehme, dass man dann unten den Teig nicht rausdrückt, aber es erfüllt den Zweck. Als nächstes habe ich den Backofen vorgeheizt auf 160 Grad und jetzt kümmern wir uns gemeinsam mit unserem Thermomix um den Teig. Als erstes schmelzen wir in unserem Kessel 6 Teelöffel Butter. Das Ganze mache ich auf 80 Grad. Zeitangabe lasse ich jetzt erstmal offen, weil ich gucke dann einfach, wann die Butter geschmolzen ist. Weiß nicht, wie lange das dauert. Wie lange wird das dauern? 30 Sekunden? Na, ich stelle mal auf 50 Sekunden, 80 Grad. Stufe 1 und dann wird das schon schmelzen. Als nächstes kommen 6 Teelöffel Xylit, also das ist so ein Zuckerersatz. Ihr könnt da auch anderen Zuckerersatz nehmen, gibt es ja verschiedene auf dem Markt. Das geben wir jetzt zu der geschmolzenen Butter hinzu, sowie 180 Gramm Mandelmehl. Das Ganze verrühren wir jetzt auf Stufe 2 zu einem Teig. Naja, ich habe gesagt, zu einem Teig verrühren. Es wird natürlich jetzt nicht so, wie man sich einen Teig vorstellt, weil es ein Low-Carb-Gericht ist oder ein Low-Carb-Teig ist und der bleibt halt natürlich ein bisschen krümelig. Wie gesagt, so etwa 50 Sekunden habe ich es jetzt verrührt und das sieht man auch, das Ganze ist noch sehr krümelig. Ja? Ich gieße das jetzt einfach hier so, man sieht, das Schütte, Gießen ist anders. Ich mache das jetzt einfach hier in unsere Springform rein, denn da werden wir das jetzt einfach unten am Boden festdrücken. So, wir drücken das jetzt hier in der Backform fest. Müssen natürlich auch ein bisschen den Rand hochziehen. Das ist jetzt natürlich eine andere Technik als beim normalen Teig. Ist auch irgendwie ungewohnt. Ich bin eh nicht so der Backexperte, aber ich glaube, so kann man das lassen. Als nächstes kümmern wir uns um die Füllung für unseren Low Carb Käsekuchen. Dazu setzen wir den Schmetterling in den Kessel ein. 680 Gramm kommen in unseren Kessel. Frischkäse war das natürlich, klar, habe ich vergessen. Also 680 Gramm Frischkäse müssen in den Kessel. Nicht nur 680 Gramm, von was? Schuhe? Das Ganze rühren wir jetzt ein bisschen fluffig. Gibt es ein alternatives Wort für fluffig? Keine Ahnung. Also wir rühren das Ganze fluffig auf Stufe 4. Auch hier gebe ich jetzt mal keine Zeit an, sondern schau einfach in den Kessel, wie es aussieht. Ich war ja ein bisschen skeptisch, was den Schmetterling anbelangt, ob der die 680 Gramm Frischkäse packt. Optimal. Während jetzt der Schmetterling läuft und den Frischkäse rührt, lassen wir nach und nach 340 Gramm von diesem Xylitzuckerersatz oben durch die Öffnung reinlaufen und rühren das mit unter. So, ich drehe jetzt mal ein bisschen runter, weil jetzt kommt noch ein bisschen Material mit rein, nicht dass mir oben was rausspritzt. 3 Eier habe ich, auch die lasse ich jetzt so nach und nach hier rein laufen, dass die schön untergehoben werden. Dann natürlich noch einen Esslöffel Zitronensaft hineinlaufen lassen. Und hier habe ich noch Vanilleextrakt. Das sollten 2 Esslöffel sein. Die kommen ebenfalls in unsere Füllung. Und zu guter Letzt 450 Gramm saure Sahne. Auch die lassen wir jetzt einfach hier oben
durch die Öffnung in den laufenden Butterfly, in den Schmetterling hinein. So, 4 Minuten hat er jetzt gerührt. Ich denke, das reicht jetzt auch. Die Füllung ganz schön gefüllt, unser Kessel. Das Rezept ist jetzt auch nicht speziell ausgelegt auf TM6 oder TM5. Ich weiß nicht, ob ihr das im TM31 machen solltet, könnt. Ich würde es mal im Auge behalten, wenn ihr noch ein TM31 zu Hause benutzt. Ihr wisst ja, der Kessel ist ein bisschen kleiner als der vom TM5 und vom TM6. Das ist unsere Füllung. Sehr flüssig alles, aber das wird ja dann im Backofen noch fest. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, weil unsere Füllung, die muss jetzt hier in die Springform rein. Ich gieße das jetzt einfach mal hier ein. Wenn euch das zu Hause auch passiert, vergesst nicht, den Butterfly wieder rauszunehmen, denn ich weiß nicht, ob der so gut schmeckt, wenn er mal bei 180, 160 Grad im Ofen war. Ich bin ja ein großer Käsekuchen-Fan, aber meine Tante Waltraud, die macht wirklich den allerbesten. Also Bianca, Challenge accepted. 160 Grad habe ich den Ofen bereits vorgeheizt und da stellen wir jetzt unsere Springform rein, lassen das Ganze 1 Stunde und 15 Minuten backen. Man sollte vielleicht mal nach einer Stunde reinschauen, ob sich denn oben schon was getan hat, ob er denn braun ist. Und ich nehme natürlich Umluft. Jetzt habe ich eine Stunde hier gestanden und gewartet. Jetzt machen wir den Ofen aus. Denn wenn wir den Käsekuchen jetzt natürlich so heiß aus dem Ofen holen, dann macht es und dann haben wir keinen Käsekuchen mehr, sondern nur noch irgendwas. Deswegen mache ich jetzt den Ofen aus und lasse den Käsekuchen jetzt im warmen Ofen quasi noch mal eine Stunde stehen und sich quasi mit dem Ofen ganz langsam abkühlen. Und dann nehmen wir ihn raus. Das ist unser Endergebnis, Leute. Und das sieht wirklich nach dem perfekten Kuchen für die Kaffeetafel aus. Ob der jetzt allerdings besser schmeckt oder mindestens genauso gut wie der von meiner Tante Waltraud, das werde ich jetzt gleich rausfinden. Außerdem ist ja immer noch die Ansage, dass man nicht schmecken würde, dass er Low Carb ist. Das darf man nicht vergessen. Also, ich muss jetzt wählen zwischen einem Kaffeelöffel und einer großen Gabel, weil wir hier in der Wunderkesselküche scheinbar keine Kuchengabeln haben. Das steht auf der Einkaufsliste. Wird erledigt. Ich nehme jetzt den Kaffeelöffel und probiere. Und ich muss sagen, der ist wirklich sehr, sehr lecker. Er ist ein bisschen süßer als der Kuchen, den ich gewöhnt bin, was aber auch an diesem Zuckerersatzstoff liegen kann. Ansonsten ist der Teig, wie ihr sehen könnt, hier dieser Mandelteig, das ist echt interessant. Und ich würde kein Geld drauf wetten, wenn ich wetten müsste, ob er Low Carb ist oder nicht. Also man schmeckt echt keinen Unterschied. Also Genuss ohne Reue werde ich jetzt tun. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einfach ein Like für das Video da. Ich werde mich jetzt zurückziehen zum Essen. Wenn ihr Rezeptideen habt für Low Carb Kuchen oder generell irgendwelche Wunderkesselrezepte, dann macht das am besten bei uns im Forum www.wunderkessel.de. Das ist die große Koch-Community mit Herz. Spätestens da sehen wir uns oder aber beim nächsten Video. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.